Ich habe mich so auf diese gemeinsame Zeit gefreut und ich fände es richtig genial, wir könnten erstmal Elvira und ihrem ganzen Bad Gandersheim-Team einen riesigen Applaus geben. Elvira, ihr leistet Großartiges. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie viel Orga hinter einer Konferenz wie dieser steckt. Aber was ich weiß, ist, dass noch mehr Herz und Liebe dahinter steckt. Und ich finde, schon wenn man hier auf den Hof fährt, kann man genau das entdecken. Also vielen, vielen Dank für alles, was ihr an Liebe, Kreativität, Zeit, Gedanken, Bibbern, Engagement investiert habt, um uns diese Zeit hier zu ermöglichen. Ich heiße Anjana Bayer und wer sich fragt, mein Vorname ist einem indischen Roman geschuldet, den meine Mutter während ihrer Schwangerschaft mit mir gelesen hat. Also Lektion Nummer 1, lest niemals indische Romane während euren Schwangerschaften. Ich habe mir angewöhnt, auf so ziemlich alles zu hören, was mit A anfängt. Deswegen dürft ihr euch entspannen. Ihr könnt mich Anja nennen, ihr könnt mich Antje nennen, ihr könnt mich Ariana, Antjana nennen. Zugegeben, bei Andreas wird es ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten höre ich auf so ziemlich alles, das mit A anfängt. Ich dachte mir, ich stelle euch noch kurz meine Lieblingsmenschen vor. Das ist mein Mann Arndt. Ein so guter Leiter und ein richtig guter Ehemann. Wir haben das Vorrecht, dass wir nicht nur Ehepartner sind, sondern wir sind auch Arbeitskollegen. Wir leiten zusammen eine Kirchengemeinde in Steffenberg bei Marburg. Steffenberg ist ein richtiges Dorf. Falls du eine Vorstellung von einem Dorf hast, denk nochmal dörflicher und dann bist du im schönen Steffenberg angekommen. Wir leiten dort zusammen eine Gemeinde, haben vor 2 Monaten mit den zweiten Gottesdiensten begonnen und sind ganz gespannt auf das, was Gott noch alles tun wird. Wir haben zusammen 3 Kinder, das ist unsere Lia mit 2,5 Jahren und unsere beiden Twins, Ben und Joas, mit jetzt genau 6 Monaten. Ja, es ist turbulent, aber Zwillinge sind unkomplizierter, als ich es mir vorgestellt habe. Deshalb freu dich, falls du die gute Nachricht eines Tages bekommst. Jeder denkt sich wahrscheinlich, hoffentlich nicht ich. Du kannst dich freuen, denn es ist wirklich schön. Ich liebe es von Herzen, Mama zu sein. Ich finde, das ist so eine geniale Aufgabe. Es ist so eine schöne Zeit. Ich liebe Familie. Und ich hätte auch noch mal Zwillinge genommen. Noch einen Lieblingsmenschen in meinem Leben habe ich einfach direkt mitgebracht, Leonie Witkowski. Sie leitet bei uns den Jugend- und jungen Erwachsenenbereich. Und ich habe uns ein kleines Video mitgebracht. We are God's creations, each of us crafted for a purpose. We begin our journey as dreamers in a world filled with possibility. Nothing seems impossible. Along the way, we begin to settle and dreams are replaced with details. Routine takes over. We find ourselves listening to the thoughts of limitations, our purpose and desire lost in the blaring static of our lives. And still, in our deepest places, we feel a push towards something more. A sense that we were made for something greater. We yearn most for a life of significance instead of survival. Let's discover what was lost, restore what was diminished, and live out our purpose. It's time to dream again. Hast du dich jemals gefragt, was eigentlich passiert ist?
Was wurde aus dem Jungen, der mit seinem Holzstock über die Wiesen rannte und der völligen Überzeugung war, dass er gerade dabei ist, die Welt zu retten? Was wurde aus dem Jungen, dem es so leicht fiel, an sich selbst zu glauben? Hast du dich je gefragt, was aus dem Mädchen wurde? Dem Mädchen, das einfach getanzt hat und der es egal war, wer ihr dabei zusah. Dem Mädchen, dem es so leicht fiel, sich frei zu fühlen. Was wurde aus den Kindern, die einfach Träume geträumt haben, ohne sich gleich zu fragen, ob diese Träume auch wahrscheinlich oder realistisch sind? Vor kurzem war ich mit meiner Tochter Lia beim Einkaufen und plötzlich kommt ein kleiner Junge, circa dieselbe Größe wie sie, auf uns zu und er stellt sich einfach nur vor Lia hin. Ich dachte mir, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen, ich sag mal zu Lia, sag Hallo zu dem Jungen und Lia sagt Hallo. Und der kleine Junge sagt gar nichts, sondern geht einfach nur einen Schritt weiter auf sie zu und ahnt sie so fest er kann und lässt sie zu meinem Schock nicht mehr los. Ich dachte mir, das geht ja schon früh los. Ich habe damit gerechnet, wenn sie 12 oder 14 ist. Und gleichzeitig dachte ich mir, naja, mal gucken, was jetzt passiert. Irgendwann kam die Mama des Jungen und sie war peinlich davon berührt und meinte zu dem Jungen, er soll doch mal das Mädchen wieder loslassen. Ich meinte dann zu der Mutter, dass ich es eigentlich total cool finde, wie Kinder so sind. Sie umarmen einfach jemand Fremdes und keiner der beiden schien irgendein Problem damit zu haben. Hast du dich je gefragt, was eigentlich passiert ist? Als ich im Auto saß, war ich irgendwann den Tränen nahe, als ich so über die Situation nachdachte, weil ich mich plötzlich gefragt habe, was wird aus diesem kleinen Jungen mit diesem kleinen Jungen werden, wenn er einmal 40 Jahre alt sein wird? Wird es ihm dann immer noch so leicht fallen, Liebe zu geben? Wird es ihm immer noch so leicht fallen, seine Emotionen zum Ausdruck zu bringen? Wird er immer noch bereit sein, das Fremde zu umarmen? Und ich habe mich gefragt, was wird mit meiner Tochter werden, wenn sie 40 ist? Wird es ihr immer noch so leicht fallen, sich lieben zu lassen? Wird es ihr immer noch so leicht fallen, geliebt zu werden, Nähe zuzulassen? Wird es ihr immer noch so leicht fallen, sich von Menschen umarmen zu lassen? Und nicht nur das, wird es ihr noch immer so leicht fallen, sich von der Schönheit des Lebens umarmen zu lassen? Wisst ihr, wenn ich meine Tochter beobachte, sie lässt sich von der Schönheit des Lebens umarmen. Wird es ihr mit 40 immer noch so leicht fallen, sich von den Möglichkeiten Gottes umarmen zu lassen? Hast du dich je gefragt, was eigentlich passiert ist? Was wurde aus uns, die wir Kinder waren und denen es so leicht fiel, zu vertrauen, zu lieben, frei zu sein, sich zu freuen? Was wurde aus uns, die wir Kinder waren und die wir entgegen jeder Logik so ohne Ende zuversichtlich waren? Vielleicht sagen wir uns, na ja, Jana, das Leben ist passiert. Wir sind doch jetzt viel verantwortungsbewusster. Naja, Jana, wir haben gelernt, dass man jemand Fremdes, wie wir es heute Abend auch schon gehört haben, nicht zu nahe rücken dürfen. Ernsthaft? Naja, Jana, wir tragen doch jetzt mehr Verantwortung. Doch ich frage mich, hat es wirklich etwas damit zu tun, was wir dazu bekommen haben? Mehr Verantwortung bekommen haben, mehr Realismus, mehr Lebenserfahrung oder nicht vielleicht doch eher damit, dass wir etwas verloren haben? Ich möchte heute Abend einen Blick mit uns in unser Inneres werfen und ich möchte mit uns an den Ort gehen, an dem ich behaupte, dass wir unsere Zuversicht verloren haben oder an den Ort gehen, an dem wir unsere Zuversicht verlieren werden. Jesus spricht in Matthäus 11, Vers 28 eine ganz besondere Einladung aus.
Er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich behaupte, Folgendes ist passiert. Ich glaube nicht, dass wir etwas dazu bekommen haben, sondern ich glaube, dass wir viel eher etwas verloren haben. Als Kinder behaupte ich, ich nenne es mal, wir waren innen großartig. Es fiel uns so leicht zu vertrauen. Wir waren großartig darin, uns zu freuen. Wir waren großartig darin, zu lieben. Wir waren großartig darin, Hoffnung zu haben. Nach außen hin allerdings könnte man sagen, waren wir eher schwach. Ob die Schokolade unser ganzes Gesicht verschmiert hat oder nicht, war uns doch egal. Die Hauptsache war, die Schokolade hat geschmeckt und noch mehr Hauptsache war, es war noch mehr davon da und wir konnten noch mehr bekommen. Wenn wir uns als Kinder im Laden auf den Boden geschmissen haben, war uns doch egal, was andere von uns denken. Das hat höchstens unsere Eltern interessiert, weshalb es auch so schlimm ist, wenn Kinder sich auf den Boden schmeißen. Und dann werden wir älter. Und exakt dieser Schwerpunkt beginnt sich zu verschieben. Aus Kindern, die innen großartig waren, werden Erwachsene, die innen immer schwächer werden. Es fällt uns zunehmend schwerer zu vertrauen. Wir checken erst mal ab. Es fällt uns zunehmend schwerer, uns einfach frei zu freuen. Mit dem ganzen Körper zu freuen. Halt meiner Tochter ein Tütchen Gummibärchen hin und sie freut sich mit ihrem ganzen Körper. Nicht nur mit ihrem Lächeln, 5 Millimeter an jeder Seite nach oben. Es fällt uns zunehmend schwerer, uns frei zu fühlen. Es fällt uns zunehmend schwerer, Träume zu träumen, die über uns selbst hinausgehen. Es fällt uns zunehmend schwerer, an uns selbst zu glauben. Und es fällt uns zunehmend schwerer, entgegen jeder Logik so ohne Ende zuversichtlich zu sein. Aus Kindern, die innen großartig waren, werden Erwachsene, die innen immer schwächer werden. Dafür nach außen hin? Nach außen hin werden wir immer stärker. Es interessiert uns zunehmend mehr, was andere über uns sagen. Es interessiert uns zunehmend mehr, wie wir nach außen hin wirken. Ihr Lieben, ist es nicht dramatisch, dass aus Kindern, die innen großartig waren, Erwachsene werden, die innen geschwächt sind? Ist es nicht dramatisch, dass aus Kindern, die ihre Außenwirkung nicht interessiert hat, plötzlich Erwachsene werden, die dafür nach außen hin umso stärker werden? Kommen wir zurück zu der Einladung, die Jesus in Matthäus 11, Vers 28 ausspricht. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was Jesus hier sagt, ist ich bin weitaus mehr an dem interessiert, was du denkst, als an dem, was du sagst. Was Jesus hier sagt, ist ich bin weitaus mehr daran interessiert, was deine innere Motivation ist, als an dem, wie du nach außen hin handelst. Was Jesus hier sagt, ist ich bin weitaus mehr daran interessiert, wie es in dir aussieht, als an dem, wie du nach außen hin wirkst. Was Jesus hier sagt, ist, dass unser Leben von innen nach außen gelebt wird. Denken wir nicht genau andersrum? Denken wir nicht, dass unser Leben von außen nach innen gelebt wird? Dass Umstände unser Leben bestimmen? Jesus sagt hier, dein Leben wird nicht von Umständen bestimmt. Und das ist eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Denn Umstände haben nicht die Macht, dein Leben zu bestimmen. Ob du verletzt wurdest, hat nicht die Macht, darüber zu entscheiden. Ob du nicht im selben Maße nochmal bereit bist zu lieben. Ob dein Vertrauen gebrochen wurde, hat nicht die Macht, darüber zu entscheiden, ob du nicht das nächste Mal doppelt so stark vertraust. Ob deine Träume zerplatzt sind, hat nicht die Macht, darüber zu entscheiden, ob du nicht weiterhin bereit bist, Träume zu träumen, die über dich hinausgehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Umstände haben nicht die Macht von ihm bekommen, dein Leben zu bestimmen. Aber etwas bestimmt dein Leben. Nicht deine Umstände, sondern wie du auf deine Umstände
reagierst. Und das hat eine Menge damit zu tun, wie es in dir aussieht. Und deshalb spricht Jesus eine Einladung aus, die dein Inneres betrifft. Deshalb wird Jesus zuallererst immer versuchen, dich innerlich zu ermutigen, dich innerlich aufzubauen, dich innerlich stark zu machen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie großartig du noch darin bist, zu vertrauen. Ich habe keine Ahnung, wie großartig du darin bist, noch nahbar zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie großartig du noch darin bist, dich zu freuen. Ich habe keine Ahnung, wie großartig du noch darin bist, Träume zu träumen, die über dich hinausgehen. Wie fähig du noch bist, Träume zu träumen, ohne dich zuerst zu fragen, ob sie wahrscheinlich sind. Ich habe keine Ahnung, wie großartig du noch darin bist, an dich selbst zu glauben. Entgegen jeder Logik zuversichtlich zu sein, aber was ich weiß, ist, dass Jesus genau dort hineinspricht, wo du jetzt gerade stehst. Zurück zu meiner Frage, was passiert ist. Die Jahre ziehen ins Land und immer häufiger werden wir verletzt. Immer häufiger erleben wir, wie man uns ausgrenzt, wie man uns missversteht. Immer häufiger erleben wir, wie man negativ über uns redet. Immer häufiger vergleichen wir uns selbst negativ. Und dann beginnt etwas in uns, eine Stimme, die hergeht und sagt, wenn du mich so verletzt, werde ich sicherstellen, dass du mich so schnell nicht nochmal verletzen kannst. Wenn mein Vertrauen so missbraucht wird, werde ich sicherstellen, dass du mein Vertrauen so schnell nicht nochmal bekommst. Wenn Träume so enden, werde ich sicherstellen, dass ich so schnell nicht nochmal den Boden der Tatsachen verlasse. Und wisst ihr, all das ist normal. Das ist unsere instinktive Handlung, unsere Seele zu schützen. Aber ich will dir sagen, obwohl es so normal ist und obwohl es deine erste instinktive Handlung ist es nicht das, wozu du geschaffen wurdest. Ist es nicht das, was dir am allermeisten dient? Stell dir deine Seele einmal wie ein Kreis vor. Wann immer jemand, dem du dich geöffnet hast, dich verletzt hat. Wann immer jemand, dem du vertraut hast, dich enttäuscht hat. Wann immer du Träume geträumt hast und deine Träume zerplatzt sind. Wann immer du das Gefühl hattest, jemand rennt an dir vorbei und er wird dir vorgezogen. Wann immer du dich negativ verglichen hast und gedacht hast, alle sind so viel besser. Wenn ich mir die oder den oder das anschaue, dann ja, aber ich? Wann immer das passiert, wann immer deine Zuversicht enttäuscht wurde, beginnt etwas in dir, das sicherstellt, dass so etwas so schnell nicht nochmal vorkommt. Und wir beginnen in unserer Seele immer kleinere Kreise zu ziehen, um Menschen auszuschließen, damit das nicht nochmal vorkommt. Um Menschen so schnell nicht nochmal zu vertrauen, damit Menschen uns nicht nochmal so schnell verletzen können. Wir beginnen, unsere Seele enger werden zu lassen und wir grenzen Situationen aus, weil wir diese Situation nicht nochmal erleben wollen. Also meiden wir alle nur ähnlichen Situationen, um da nicht nochmal durchzumüssen. Wir checken vorher ab, wie die Lage ist und entscheiden dann. Die Jahre vergehen. Und wir beginnen immer engere Kreise in unsere Seele zu ziehen, um Emotionen auszugrenzen, damit wir diese nicht nochmal fühlen müssen. Wir versuchen, Situationen zu vermeiden, um nicht noch einmal gedemütigt zu werden. Wir versuchen, Situationen zu vermeiden, um nicht noch einmal das Gefühl zu haben, es aushalten zu müssen, dass einfach jemand an uns vorbeizieht. Wir grenzen Emotionen aus, von denen wir denken, dass wir sie bloß nicht nochmal fühlen wollen, nicht nochmal erleben wollen. Und wisst ihr, mit 34 kann es schon ganz schön eng in deiner Seele aussehen. Vielleicht noch nicht dramatisch, da sind nur ein paar Kreise gezogen. Aber wisst ihr, dann werden wir älter und wir machen weiter damit, unsere Kreise zu ziehen. Und eines Tages wundern wir uns,
Warum wir die Einzigen sind, von denen wir denken, dass sie irgendwie normal sind. Von denen wir die Einzigen sind, von denen wir denken, dass wir ihnen vertrauen würden. Von denen wir denken, dass wir mit ihnen in den Urlaub fahren würden. Wir denken, wir sind die Einzigen. Und eines Tages wachen wir auf und stellen fest, dass wir tatsächlich die Einzigen sind, die noch in ihren Kreis hineinpassen. Einsamkeit. Ein in sich gefangen sein, dein verloren gegangener Mut, Träume zu träumen, die über dich hinausgehen, deiner Zögerlichkeit, was es angeht, an dich selbst zu glauben, dir selbst etwas zuzutrauen, dich selbst für schön zu halten. All diese Dinge sind auf den einen Moment zurückzuführen. Auf den einen Moment, in dem du langsam begonnen hast, in deiner Seele deine Kreise zu ziehen. Darf ich mal fragen, wer von uns, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, schon mal gehört hat? Ah, sehr schön. Wer von uns hat es schon 10-mal gehört? Wer von uns kennt es auswendig? Streber. Jemand hier, der es rückwärts auswendig kennt? Eure Lehrer sind anwesend, ich würde mir Mühe geben. Ich wette, einige von uns haben Matthäus 11, Vers 28 schon an die 100-mal gehört. Und alles, was wir bisher gehört haben, ist: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Doch wisst ihr, Jesus sagt hier nicht einfach nur: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus macht hier etwas. Er macht etwas viel Größeres. Er bringt uns hier bei, wie wir auch am Ende unseres Lebens noch immer die Musiker sind. Wie am Ende unseres Lebens noch immer unser Leben voller Fröhlichkeit ist, wie uns noch immer nach Singen zumute ist, wie wir noch immer nicht aufgehört haben, Lieder zu komponieren. Er bringt uns hier bei, wie am Ende unseres Lebens unsere Herzen, unsere Seelen noch immer voller Weite und Zuversicht sind, anstatt voller Enge. Meine Frage an diejenigen, die Matthäus 11, Vers 28 schon so oft gehört haben: Kennst du den Kontext? Weißt du, was Jesus selbst hier gerade emotional durchmacht? Jesus war kurz zuvor in 3 prominenten Städten. Er hat Wunder getan. Er hat den Menschen auf außergewöhnliche Art und Weise gedient. Und diese Städte waren für ihn nicht nur der Einwohnerzahl nach von Bedeutung. Nein, sie waren für ihn von Bedeutung, weil sie bewohnt waren von seinen eigenen Leuten. Und ich stelle mir vor, wie Jesus seine Reiseagenda so durchgeht und sich denkt: Die nächsten 3 Städte, meine Städte, meine Leute. Er wird sich darauf gefreut haben, er wird voller Zuversicht in diese Städte gegangen sein. Und dann kommt alles anders. Anstatt dass seine eigenen Leute sich freuen, stellen sie ihn öffentlich in Frage. Anstatt dass sie ihm nur die mindeste Wertschätzung geben, misstrauen sie ihm. Anstatt ihm Raum zu geben, grenzen sie ihn ein. Jesus wurde verletzt, Jesus wurde missverstanden, Jesus wurde verleugnet, Jesus hat gehört, wie man negativ über ihn gesprochen hat. Jesus wurde in seiner Erwartung und in seiner Zuversicht enttäuscht. Und was macht er? Zieht Jesus seinen Kreis enger? Direkt nachdem Jesus verletzt wurde, direkt nachdem er missverstanden wurde, direkt nachdem er verleugnet wurde, direkt nachdem man ihn verletzt hat, und er bringt seine Verletzung auch zum Ausdruck, direkt danach spricht er diese unbeschreibliche Einladung aus und er sagt: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wo er zuvor als Retter der Juden bekannt war, geht er jetzt her und sagt nicht nur: Kommt her zu mir, mein Volk. Nein, er sagt: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt nicht: Geht weg.
Hey, wenn ihr mich so verletzt, dann werde ich sicherstellen, dass ich euch so schnell nicht wieder besuchen komme. Wenn ihr mich so enttäuscht, werde ich sicherstellen, dass ihr seht, was sie davon habt. Gott, hast du gesehen, was sie getan haben? Geht weg, lasst mich in Ruhe. All diese Dinge sagt Jesus nicht, sondern er spricht diese unbeschreiblichen Worte. Kommt her zu mir, ihr alle. Und wisst ihr, was er dort macht? Er zieht seinen Kreis in seiner Seele nicht enger. Er zieht den weitesten Kreis, den er bis dato jemals gezogen hat. Er zieht den weitesten und größten Kreis, den er jemals hätte ziehen können. Denn er kommt her und sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr vom Leben aufgerieben seid. Ihr alle, die ihr müde seid, aus eigener Kraft zu leben. Ihr alle, die ihr müde seid, euch ständig zu vergleichen und ständig unter Leistungsdruck zu stehen. Ihr alle, die ihr missverstanden wurdet, verletzt wurdet, ausgegrenzt wurdet. Ihr alle, die in eurer Zuversicht enttäuscht wurdet. Jesus zieht den Kreis in seiner Seele nicht enger. Wo er zuvor als Retter der Juden bekannt war, zieht er jetzt seinen Kreis noch größer. Jesus, als er verletzt wird, er zieht seinen Kreis größer. Gottes Plan mit deiner Seele ist nicht, dass sie enger wird im Laufe des Lebens. Weißt du, was Gottes Plan mit deiner Seele ist? Dass sie weiter wird. Dass sie fähiger ist, das Leben, die Schönheit des Lebens zu umarmen. Gottes Plan mit deiner Seele ist nicht, dass je älter du wirst, dass du desto mehr resignierst oder dass die ganze Erwartung, die du noch hast, so klein ist. Gottes Plan mit deiner Seele ist nicht, dass sie enger wird. Sein Plan mit deinem Reden ist nicht, dass es pessimistischer oder sarkastischer wird. Sein Plan mit deinem Reden ist, dass es fröhlicher wird, ist, dass es lauter wird. Dass es von den Dingen erzählt, was Gott in deinem Leben getan hat. Sein Plan mit deinem Herz ist nicht, dass es eng wird, sondern dass es voller Zuversicht wird. Wisst ihr, an Jesus zu glauben? An Jesus zu glauben bedeutet nicht zu glauben, dass es ihn gibt. An Jesus zu glauben bedeutet ihm zu glauben. Dem zu glauben, was er gesagt hat. An Jesus zu glauben bedeutet nicht einfach nur Ja zu sagen, sondern es bedeutet, von ihm das Leben zu lernen. Wisst ihr, was ich mein Leben lang möchte? Ich möchte von ihm das Leben lernen. Denn warum sollte ich von jemand anderem das Leben lernen, wenn ich es von dem Besten der Besten lernen kann? Warum sollte ich das Leben lernen von jemand anderem als dem, der das Leben erfunden und geschaffen hat? Und Jesus bringt uns hier bei, wie wir das Leben leben können. Er geht hierher und sagt, hey, hör auf, deine Seele eng werden zu lassen. Du wirst verletzt, zieh deinen Kreis größer, als du ihn jemals gezogen hast. Du wirst missverstanden, zieh den Kreis in deiner Seele weiter, als du ihn jemals gezogen hast. Du wirst verletzt, liebe besser als zuvor. Dein Traum zerplatzt, träume einen noch größeren. Deine Zuversicht wird enttäuscht, sei noch zuversichtlicher als jemals zuvor. Wisst ihr, ich möchte nicht nur mit 40 eine Tochter haben, die immer noch fähig ist, das Leben zu umarmen, die Schönheit des Lebens zu umarmen. Ich möchte nicht nur eine Tochter haben, die, wenn sie 40 ist, nicht aufgehört hat, Träume zu träumen, die über sie hinausgehen. Ich möchte nicht nur eine Tochter mit 40 haben, die noch immer fähig ist, sich lieben zu lassen. Nein, ich möchte, dass wenn meine Tochter 40 Jahre alt ist, sie eine Mutter mit 70 hat, die größere Träume träumt als jemals zuvor. Ich möchte, dass sie eine Mutter mit 70 hat, die weiter ist in ihrer Seele als jemals zuvor. Ich möchte, dass sie eine Mutter mit 70 hat, die leidenschaftlicher ist als jemals zuvor. Und das werde ich nur sein, wenn ich von dem Besten der Besten lerne zu leben.
Das nächste Mal, wenn irgendjemand dir deine Zuversicht rauben möchte, weißt du, was du machst? Das. Du wirst noch zuversichtlicher. Du setzt deine Hoffnung neu. Wenn das nächste Mal dich jemand verletzt, vertrau wieder. Liebe wieder. Sei wieder frei. Freundlich. Lache. Das ist nicht der Platz, an den du gehörst. Denn das ist nicht der Ort, für den du geschaffen wurdest. An diesem Ort gibt es zwei große Gefahren. Hast du schon mal bemerkt, dass es in der Bibel eine Menge Belege dafür gibt, dass Menschen sich in Höhlen zurückziehen? Und obwohl es so normal ist, obwohl es so instinktiv ist, ist es nicht das, womit Gott konform geht. Josua besiegt 5 Armeen und zu diesen 5 Armeen gehören jeweils 5 Könige. Und als Josua die Armeen der Könige besiegt hat, machen die Könige das, was wir wahrscheinlich auch gemacht hätten, wenn man uns unsere Verteidigung weggenommen hat. Die 5 Könige, aus Josua 10, Vers 16, aber waren geflohen und hatten sich in der Höhle bei Makeda versteckt. Die 5 Könige, sie fliehen, sie laufen von der Gefahr davon und verstecken sich in einer Höhle. Und als Josua hört, dass sich diese 5 Könige in einer Höhle versteckt haben, gibt er den folgenden Befehl. Da meldete man Josua: Wir haben die 5 Könige gefunden. Sie haben sich in der Höhle bei Makeda versteckt. Josua sagte: Wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt einige Männer davor, um die Könige zu bewachen. Und genau an dieser Stelle sollten wir sehr aufmerksam werden. Denn alles, was wir auch hier lesen können, ist, dass Josua den Befehl gegeben hat: Wälzt Steine vor die Höhle und stellt Wachen davor. Aber ihr Lieben, was ist hier passiert? Binnen eines Momentes wurde ihr vermeintlicher Zufluchtsort zu ihrem Gefängnis. Binnen eines Momentes wurde das, was so sicher aussah, was sich so viel sicherer angefühlt hat, wurde ihr vermeintlicher Zufluchtsort, ihr Rückzugsort, binnen eines Momentes zum Gefängnis. Und was dann passiert, ist radikal. Als Josua hört, dass die 5 Könige genommen worden sind, gibt er den Befehl, sie nicht nur gefangen zu nehmen, sondern er gibt den Befehl, sie umzubringen. Wisst ihr, was er macht, nachdem er sie hat umbringen lassen? Er lässt ihre Körper wieder zurück in die Höhle werfen. So wurde aus dem, was ihr vermeintlicher Zufluchtsort war, nicht nur ihr Gefängnis, sondern ihr Grab. Warum das nicht dein Platz ist? Weil wenn du dich nur lang genug zurückziehst, wenn du nur lang genug weitermachst, deine Seele eng werden zu lassen, der Ort, der sich so sicher angefühlt hat, das, was sich so viel ruhiger angefühlt hat, so viel besser angefühlt hat, bevor ich mich nochmal verletzen lasse, checke ich eher vorher ab, wem ich vertraue oder wem nicht. Bevor ich nochmal träume, von denen ich denke, dass ich sie sehr wahrscheinlich nicht erreichen werde, höre ich lieber gleich auf, Träume zu träumen. Wenn wir nur lang genug mit diesen Dingen weitermachen, wenn wir nur lang genug unsere Seele eng werden lassen, wird das, was unser vermeintlicher Zufluchtsort war, denn in eines Momentes zu unserem Gefängnis und anschließend zum Grab. Zum Grab dessen,
was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Zum Grab dessen, was er geträumt hat, als er dich geschaffen hat. Hey, ist dir bewusst, dass als Gott dich geschaffen hat, er einen Traum von dir hatte? Und kannst du diesen Gott, den wir gerade besungen haben, vorstellen als einen Gott, der sich gedacht hat, bei der träume ich mal lieber nicht so groß. Als Gott dein Leben geschaffen hat, hatte er einen Traum von deinem Leben. Er war begeistert von dir. Er wusste, diese Frau wird eines Tages ihr Umfeld rocken. Und wir sitzen dran und sind in unserer Höhle. Und Gott ruft dich aus deiner Höhle. Er ruft dich aus dem, was dich hat gefangen genommen. Wisst ihr, warum ich von diesem Ort reden kann? Weil ich selbst bereits an diesem Ort war. Ich würde behaupten, ich bin in diesen Ort hineingeboren. Eine meiner ersten Erinnerungen an meine Mutter ist die, dass ich sie anspreche, zu ihr gehe als kleines Kind und sie starrt einfach nur völlig apathisch geradeaus, murmelt wirres Zeug. Als Kind dachte ich, dass das völlig normal ist. Wenn ich nach Hause gekommen bin, wusste ich mit einem Blick, was mich heute erwarten wird. Genauso wie ich dachte, dass es völlig normal ist, eine kurze Zeit bei meinem Vater zu wohnen und dann wieder umzuziehen zu irgendeinem anderen Mann, der wohl bemerkt, unsere Mutter wollte, aber nicht unbedingt die drei Kinder, die sie noch mitgebracht hat. Was ich zur damaligen Zeit nicht wusste, ist, dass ich in eine Familie hineingeboren wurde, die völlig von Sucht zerfressen war. Einer Mutter, die völlig von Sucht zerfressen war. Während andere Mütter ihren Kindern beigebracht haben, dass man besser nicht klaut, hat meine mir gezeigt, wie es geht. Wenn andere Kinder abends in ihren Betten schliefen, war ich mit meiner Mutter in irgendwelchen Stammkneipen, umzingelt von ihren Verehrern. Und ich wusste als Kind genau, wie man diese Gruppe zum Krölen bringt. Indem man als Kind einfach mittrinkt. Oder indem man das Kind auch einfach mal dran zieht. Mein Vater lernte Gott kennen, als ich noch relativ klein war. Er wurde von einer unheilbaren Krankheit binnen eines Gebetes geheilt. Mein Vater war Atheist und wird krank. Eines Tages kommt sein Arbeitskollege zu ihm und sagt, hey, ich glaube an Gott. Darf ich für dich beten? Mein Vater hielt in dem Moment nicht besonders viel davon. Also kam sein Arbeitskollege einfach ein bisschen später wieder, als es schlimmer war. Und dann durfte er auch für meinen Vater beten. Ein einziges Gebet im Wohnzimmer meines Vaters hat meinen Vater von einer unheilbaren Krankheit geheilt, sodass sein Arzt ihn noch heute fragt, ob nicht irgendetwas wiedergekommen ist. Das Problem war, dass ich nicht bei meinem Vater war. Meine Seele sah nicht mit 34 so aus. Meine Seele sah mit 14 so aus. Wenn jemand meinen Namen ausgesprochen hat, bin ich zusammengezuckt. Wenn mich irgendjemand ohne Vorwarnung berührt hat, bin ich in eine Abwehrhaltung gegangen beziehungsweise habe mich direkt verteidigt. Weil ich als Kind Dinge gesehen habe, die Kinder nicht sehen sollten. Weil ich als Kind Dinge erlebt habe, die Kinder nicht erleben sollten. Weil ich als Kind Menschen getroffen habe, die Kinder nicht treffen sollten. Und so hat es bei mir gedauert, bis ich Jugendliche war. Und dann nimmt mich eine Freundin mit auf einen Jugendgottesdienst. Und dort vorne predigt ein junger Mann, kaum älter als ich.
Und ich hatte das Gefühl, er predigt in diese verwundete Seele hinein. Ich wusste, er predigt in meine enge Seele hinein. Ich wusste, er predigt in meine verletzte Seele hinein. Und als er so predigte, wurde mir bewusst, wenn es einen Schöpfer gibt, der mein Leben geschaffen hat, wenn das, was ich bisher erlebt habe, nicht das ist, wozu ich geschaffen bin, dann möchte ich diesen Schöpfer kennenlernen. Und ich fing an, als Jugendliche morgens um 5 Uhr aufzustehen, um vor der Schule Gottes Wort zu lesen. Ich fing an, Gottesdienste zu besuchen, mich mit anderen Menschen zu umgeben. Und ich hörte Worte, die ich zuvor noch nie gehört habe. Ich las Geschichten von einem Jesus, die ich zuvor nie gehört habe. Ich ging in Gottesdienste und erlebte Momente, die so befreiend waren. Ich kam mit Menschen zusammen, von denen ich nicht mehr geglaubt habe, dass es sie tatsächlich gibt. Voller Liebe, Einfühlsamkeit. Und jeden Gottesdienst, den ich verbracht habe, jeden Moment, den ich mit Gott spazieren gegangen bin, jede Stunde, die ich damit verbracht habe, sein Wort zu lesen, hat meine Seele wieder weiter werden lassen. Als ich kurz vor Ende der Schwangerschaft mit meinen Twins war, kriege ich die Nachricht, dass man meine Mutter auf irgendeinem Industrieparkplatz in irgendeinem Auto tot aufgefunden hat. Ihre Sucht hat sie zerfressen. Aber wisst ihr was? Ich war so dankbar, eine Seele zu haben, die weit genug ist, um eine Frau zu trauern, die ihr Potenzial nicht gelebt hat. Ich war so dankbar, eine Seele zu haben, die weit genug ist, nicht voller Hass und Bitterkeit zu sein, nicht voller Depression, nicht voller Pessimismus, nicht voller Eingeschüchtertheit, wie ich sie mit 14 hatte, sondern eine Seele zu haben, die weit genug ist, zu wissen, dass dort ein Schöpfer ist, der das Leben geschaffen hat mit einem Traum, der über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Ich war so dankbar, eine Seele zu haben, die weit genug ist, dass sie singen kann und voller Leidenschaft sein kann. Eine Seele, die weit genug ist, diese Mutter sogar lieben zu können, ihr verzeihen zu können, zu wissen, dass das nicht alles ist. Und wisst ihr was? Das ist einzig und alleine eine Seele, die ihrem Schöpfer begegnet ist. Meine Seele wäre nicht meine Seele, wenn sie nicht ihrem Schöpfer begegnet. Ich wäre nicht voller Leidenschaft. Ich würde das Leben nicht feiern. Ich würde wahrscheinlich nicht die Schönheit des Lebens umarmen, wenn ich nicht meinen Schöpfer getroffen hätte. Aber wisst ihr was? Er war der Einzige, der fähig war, meine Seele wieder weit werden zu lassen. Er war der Einzige, der fähig war, mich aus dieser Verletzung heraus zu lieben. Auf eine Weise, wie es kein anderer Mensch hätte jemals tun können. Du traust Gott nicht zu? Er kann jede deiner Verletzungen heilen. Er kann jeden deiner zerbratzten Träume mit einem noch größeren in deinem Leben füllen. Er ist derjenige, der dich nicht niederdrückt. Er ist derjenige, der dich anfeuert. Und wisst ihr was? Es wird Zeit aufzustehen, diese enge Seele zu verlassen und zu sagen, Gott, hier bin ich, mach meine Seele wieder weit. Tobi kann. Ja, wer war das? Gut! Gebt ihr eine 1, falls ich Schülerin war. Tobi kann zu mir kommen und einfach ein bisschen Musik machen. Wusstest du, dass einer der Namen Gottes Elohim Mauzi ist? Ein sehr sympathischer Name für alle Katzenliebhaber. Gibt es hier Katzenliebhaber? Okay. Dein Gott heißt Elohim Mauzi. Gott hat so viele verschiedene Namen und Beinamen. Und wisst ihr, Gott hat nicht deshalb so viele verschiedene Namen und Beinamen, weil er sich nicht entscheiden konnte, für welchen Namen er sich aussucht. Und auch nicht deshalb, weil Gott, wenn er dir sagt, hey, ich bin Elohim Mauzi, angenehm.
Wenn Gott dir seinen Namen nennt, sagt er dir nicht einfach nur, wie er heißt. Wenn Gott dir seinen Namen nennt, sagt er dir, wer er für dich sein möchte. Und deshalb ist es nicht unerheblich, Gottes Namen zu kennen. Wenn Gott dir sagt, ich bin Elohim Mauzi, heißt das nichts anderes, als dass Gott dir sagt, ich bin dein starker Zufluchtsort. Das ist nicht der Ort, an den du gehörst. Denn das ist nicht der Ort, für den du geschaffen wurdest. Gott sagt, ich bin dein Zufluchtsort. Und wisst ihr, wofür ich so dankbar bin? Er sagt, ich bin dein starker Zufluchtsort. Ich bin der Ort, an dem dein Schutz nicht plötzlich zum Gefängnis wird. Ich bin der Ort, an dem deine Seele nicht enger, sondern weiter wird. Ich bin der Ort, an dem jeder einzelne Traum, den du geträumt hast und der nicht Wirklichkeit wurde, aufgefangen wird und durch einen noch größeren ersetzt wird. Ich bin der Ort, an dem du stark wirst. Ich bin der Ort, an dem du verletzt kommen kannst und wieder geheilt gehst. Ich bin der Ort, der dich leben lässt. Ich bin der Ort, der dich mit Leidenschaft und mit Freude füllt. Ich bin der Ort, der dich wieder aufstehen lässt. Gott ruft dich nicht nur mit seinen Worten aus deiner Höhle. Gott ruft dich mit seinem Sein. Und er sagt, komm raus aus der Höhle deiner Minderwertigkeit. Komm raus aus der Höhle dessen, was dich so einsam hat werden lassen. Komm raus aus der Höhle deiner Verletzung. Denn darf ich dir etwas sagen? Gott braucht dich. Und da draußen laufen so viele Menschen rum. Da draußen läuft eine jüngere Generation rum. Es wird für alle Zeiten eine jüngere Generation geben als die deine. Und sie braucht es, Frauen zu sehen, die voller Weite in ihren Seelen sind. Sie braucht es, Frauen zu sehen, die noch immer fähig sind, Träume zu träumen, die über sie selbst hinausgehen. Dort draußen laufen kleine Fußspuren rum und sie werden den deinen folgen. Ganz egal, ob du Mutter bist oder Tante, Cousine oder Oma. Dort draußen laufen kleine Fußspuren rum und sie werden in die deinen hineinlaufen. Und deshalb frage ich dich, wohin führen deine Fußspuren? Diese kleinen Füße. Gott sagt, komm raus aus deiner Höhle, weil es dort draußen eine Menge junger Menschen gibt, die Vorbilder brauchen, die Seelen brauchen, die weit genug sind, um Träume zu träumen, die über sie selbst hinausgehen. Die fähig sind, voller Leidenschaft zu sein. Die fähig sind, sich zu freuen und frei zu sein und erneut zu vertrauen. Gott ruft dich aus deiner Höhle, weil er dich braucht und er braucht dich voller Zuversicht. Und deshalb kommt er und sagt, hey, darf ich mich dir heute Abend neu vorstellen? Ich bin Elohim Mauzi. Ich bin der Ort, für den du geschaffen wurdest. Ich bin der Ort, an dem deine Seele wieder weit wird. Ich bin der Ort, an den du verletzt kommen kannst. Und ich werde dich stark machen. Ich bitte euch, eure Augen zu schließen. Und ich will dich bitten als sichtbares Zeichen, wenn du weißt, Gott hat dich heute Abend gerufen. Und deine Seele muss nicht total eng sein. Es reicht, wenn du einen Kreis gezogen hast. Dann wisst ihr, genau dort beginnt es. Wenn du weißt, Gott ruft dich aus deiner Höhle und es wird Zeit aufzustehen, dann will ich dich bitten, einfach von deinem Platz aufzustehen und ich werde ein Gebet sprechen. Einfach aufstehen. Tritt aus deiner Höhle. Es sind so viele Frauen, die stehen.
Und ich will dir sagen, weißt du, was die Kraft der Christenheit ist? Die Kraft der Christenheit ist ein leeres Grab. Deine Höhle kann dich nicht halten, weil es ein leeres Grab in Jerusalem gibt. Und Jesus, ich danke dir, dass du aus deinem Grab gestiegen bist. Ich danke dir, dass dein Grab dich nicht halten konnte. Gott, ich danke dir, dass du uns nicht nur mit deinen Worten, sondern dass du uns mit deinem ganzen Sein aus unseren Seelen herausrufst. Danke, dass du so viel Potenzial in unser Leben hineingesprochen hast. Danke, dass du sagst, dass Umstände nicht die Macht haben, über unser Leben zu bestimmen. Danke, dass du derjenige bist, der unser Leben bestimmt hat. Und Jesus, ich bete für jede Frau, die heute Abend sagt, ich steige raus aus meiner Höhle. Ich verlasse meine Höhle der Minderwertigkeit. Ich verlasse meine Höhle, aufzuhören, Träume zu träumen. Ich verlasse meine Höhle, in die ich mich eingeschlossen habe, weil Menschen mich gedemütigt haben, weil Menschen mich verletzt haben. Gott, ich bete, dass du sie in deine Höhle holst. In deinen Zufluchtsort. Und ich bete, dass sie heute Abend gestärkt wird durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Gott, ich spreche deine Wunder aus. Ich spreche deine Heilung in diese Seelen hinein. Gott, ich spreche deine Weite in diese Seelen hinein. Gott, ich bete für eine junge Generation, die aufsteht und die nicht bereit ist, enge Kreise zu ziehen. Sondern die weite Kreise zieht, um der noch jüngeren Generation zu zeigen, dass das Leben voller Schönheiten und Möglichkeiten Gottes ist. Gott, ich bete, dass dort, wo Frauen verlassen worden sind, ich bete, dass du kommst und dass du diese Demütigung, dass du sie wegnimmst, dass du deine Hand auf ihre verwundeten Herzen legst, dass du sie heilst und dass du sie Träume träumen lässt. Ich bete, dass du hineinkommst und dass du die Zweisamkeit in die Einsamkeit bringst. Jesus, ich bete, dass das geknickte Rohr heute Abend von dir wieder aufgerichtet wird. Jesus, ich bete, dass dort, wo Frauen an Freude und Leidenschaft verloren haben, dass du ein neues Feuer entzündest und dass sie von hier weggehen und dass ihre Seelen wieder weit sind. Jesus, ich bete um diesen Zufluchtsort. Und ich danke Gott, dass du sagst, ich bin. Nicht, ich gebe dir, sondern du sagst, ich bin mit meinem ganzen Sein. Und deshalb kommen wir zu dir. Wir lassen uns von keinem anderen heilen als von dir. Wir bergen uns bei keinem anderen als nur bei dir. Und Gott, in deinem Namen spreche ich aus, dass keine Höhle zurückhalten kann, weil Jesus sein leeres Grab verlassen hat.